Ja, hallo liebe Freunde. Heute geht's mal quasi auf die umgekehrte Urlaubsrichtung von Österreich Richtung Deutschland. Wir sind unterwegs ins Berchtesgadener Land. So, nun befinden wir uns auf der Hochkönigstraße, das ist wieder eine Bundesstraße. Mann, ist das schön. Bleib mal schön da stehen, das ist lieb von dir. So, dann geht's mal jetzt den Dientner Sattel hoch. Oder zum Dientner Sattel hoch. Schöne Bergstrecke mit sehr viel flüssigen Kurven. Macht ja mal echt Spaß. Was für eine Kurvenstrecke. Die ist ja cool. Boah, was für ein Panorama. Das ist ja auch cool. Cool, 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 cool. Der höchste Punkt der Hochkönigstraße ist 1342 Meter hoch und liegt in der Nähe des Dientner Sattels. Boah. Starkes Gebirge, mein lieber Scholli. Weite Strecken wird diese Straße vom wunderschönen Panorama des knapp 3000 Meter hohen Hochkönigmassivs begleitet. Ein Träumchen. Weiter geht's in Richtung, ich glaube, Bischofshofen. Weiter eine wunderschöne Bergstrecke hier durch die Dientner Berge. Wirklich, wirklich schönen, langgezogenen Kurven. Die muss man sich schon sehr, sehr stark zurückhalten, um nicht irgendwie permanent die Geschwindigkeitsbegrenzung zu verletzen. Was für eine coole Strecke. Aber hier möchte man natürlich gerne ohne Autos vor der Nase fahren. Denn das ist eine sehr enge Schlucht, die kenne ich noch von früher, da bin ich schon mal hergefahren, vor vielen, vielen Jahren. Was ist das für eine Strecke? Ja.
bisschen Konzentration, die Strecke. Macht aber extrem viel Spaß. Da kann ich nur leider nicht online kommentieren. Dann würde ich doch deutlich langsamer fahren müssen. Die ist echt beeindruckend. Ein bisschen Luft rein, damit es nicht so beschlägt. Ah, die macht echt Spaß, die Strecke. Die Menge an Motorradfahrern, die uns dort entgegenkommen, zeigt, wie beliebt diese Strecke ist. Die Hochkönigstraße oder auch B164 verbindet Saalfelden am Steinernen Meer mit Bischofshofen. Sie ist insgesamt 40 Kilometer lang und folgt in großen Teilen kleinen Flussläufen. Das Ganze geht überwiegend durch enge Schluchten, dementsprechend kurvig ist das Geläuf. Weiter geht's auf der B99 mit wunderschönen, schnell zu fahrenden Kurven in Richtung Lammertal. So, wir sind jetzt unterwegs auf der Lammertalstraße durch Lammertal. Das kannte ich vorher jetzt noch nicht bis jetzt, scheint aber auch sehr schön zu sein. Schön kurvig. Nice. Ja, den Flüsschen sieht man an, dass gestern ordentlich geschüttet hat überall. Ah, ein paar engere Kürfchen. Richtig schön. Ich weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Funktioniert das mit der Blickführung gar nicht. Hier sind so viele andere attraktive Sachen. Sowas hatte ich auch noch nie. Jetzt habe ich nicht geschaltet. Da hätte ich mal eher drauf drücken sollen. Da kamen bestimmt 20 Ferraris aus Wien. Da kommen noch ein paar Nachzügler. Nee, die sind nicht nur aus Wien, die sind aus überall her. Meine Güte, nee. Okay. Okay. Ich werde verrückt, wie viel Geld fährt denn hier rum? Das war ja. Wie viele Millionen sind uns denn da entgegengekommen? Das war ja der Wahnsinn. Die kosten doch alle über 200.000 Euro. Ich glaube, darunter gibt es auch von den Großen gar kein Heimatland. Und weiter geht's. Ach ja, auch mal ein Bentley. Und noch ein paar Ferraris. Warum auch nicht? Der Wahnsinn. Das ist ja der Knaller. Wo die Besitzer des Cavallino Rampante hin wollten, haben wir nicht herausbekommen, aber es böten sich da die Mille Miglia oder das Rennen in Imola an. Ah, auch wieder so eine Traumstraße am Fluss lang. Geh da weg mit deiner Schaufel.
schöne Streckenteile. Ah, hier haben wir wieder so eine tolle Schlucht. Ich liebe das, ja, muss ich ja sagen. Boah, super. Dann rechts so der Fluss daher donnert. Lammerklammen. Aber da wollen wir heute nicht rein. Auch beeindruckende Berge hier bei Ramsau. So, wir sind jetzt in Hallein, fahren Richtung Bad Dürrenberg, Rossfeld Panoramastraße. Junge, 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 Junge. Ultra brutal, die Wolken. Uiuiuiuiui. Durch die Aufhellung der GoPros wird es im Film gar nicht so richtig deutlich. Aber real sah das Ganze aus wie die Anfahrt nach Mordor. Das ist ja auch eine Traumstraße, die Rossfeld-Panoramastraße. Die ist ja eigentlich auch für nichts gut, außer für schön. Schön kann sie gut. Ist ja wirklich traumhaft. Aber kühl ist es hier. So, Maut ist bezahlt. Auf geht's in die luftigen Höhen der Rossfeld-Panoramastraßen. Tatsächlich filmen jetzt auch mal beide Kameras. Die B999. Ein Motor, ein wahr gewordener Traum für Motorradfahrer, die Straße. Die sind wir schon 2015 mal gefahren, aber da hatten wir noch keinerlei Filmequipment, was irgendwie funktioniert hätte. Da haben wir noch mit selbstgebastelten Kamerasets gearbeitet, das war nichts. Wir haben damals die Schwingungen des V2s, der Tausender V-Strom, irgendwie nicht vertragen, selbst mit noch so guten Dämpfer. Ach, ist das schön. Ist das ein Traum? Ist das ein Traum? So, jetzt sind wir schon oben auf der Höhe. Gleich. Da müssen wir mal überlegen, wie wir da ein paar schöne Bilder hinkriegen. Bloß diese Nennwolken. Nein! Ach, bitte nicht. Bitte nicht.
Kamerafahrt an. Nein! Ehrlich. Die Roßfeld Panoramastraße macht ihrem Namen alle Ehre und bietet einen fantastischen Ausblick auf das Watzmann-Massiv. Die Straße selber ist ein Zeugnis der Straßenbaukunst in den 1930er Jahren. Sie wurde mit extremem Untermauerungsaufwand genau auf den Grat gezogen, sodass man freie Sicht nach beiden Seiten hat. Wow, ist das ein faszinierendes Panorama. Wenn dort die Wolken entstehen aufgrund des Unterdrucks hinter dem Berg, der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Haben wir denn da Schönes? Ich möchte mal wissen, was die da machen. Das war doch gar keine Polizei. Machen die da Fotos? Ist aber auch eine tolle Straße. Vielleicht noch ein paar Worte zur Straße. Die Grundidee, den Tourismus in dieser Gegend mit einer Panoramastraße anzukurbeln, entstand schon 1927. Der Baubeginn war 1933, allerdings hat es nicht lange gedauert und man musste wieder des Krieges wegen stoppen. Obwohl für so etwas eigentlich kein Geld da war, wurde die Straße zwischen 1953 und 1955 fertiggestellt. Tja. Bayern war halt immer schon ein wenig besser darin, Straßenbauvorhaben im Bund durchzusetzen als andere Länder. So schön. Die Roßfeld-Panoramastraße ist eine Ringstraße. Sie ist insgesamt 16 Kilometer lang und hat eine maximale Steigung von 13%. Die Scheitelhöhe liegt auf 1560 Meter und sie ist auch sicherlich für Anfänger geeignet. Eine wilde Bergwelt. Mein hier gegenüber, das wäre der Watzmann mit seinen 7 Kindern. Shining.
haben uns entschieden, wir fahren diese tolle Straße einfach nochmal zurück. Das ist einfach viel zu schade, um die nicht nochmal zu genießen. Das ist eine gerade Strecke. Super schön, super schön. Na, irgendwann wollte ich ja immer mal hier hinkommen, wenn dieses Rossfeld-Rennen ist. Das muss auch toll sein, wenn die hier mit den Oldtimern hochkacheln. Wie verrückt. Leider hat auf diesem Stück die GoPro am Helm wieder mal nicht funktioniert. Dafür kam uns interessanterweise eine ganze Menge Youngtimer entgegen. Den Anfang machte dieser BMW 1502. Das nächste Fahrzeug könnte ein Lancia oder ein alter Engländer gewesen sein. Und hier kommt der klassische ADAC-Käfer. Auch Jaguar und MG dürfen natürlich nicht fehlen. Und noch ein klassischer Servicekäfer folgt dem Film. Ein Rolls-Royce schmückt jedes Starterfeld. Der BMW Dixie-Fahrer hatte leider Pech gehabt und musste eine Panne reparieren. Auch der Traumwagen aus meiner Jugend, ein Mercedes B109, war am Start. Ein VW Bulli, ein Jaguar und ein Alfa rundeten das Feld ab. Auf dem Rückweg genossen wir nochmal die Fahrt am Hochkönig vorbei. Dieses Bergmassiv sieht aus jeder Perspektive mega beeindruckend aus. Was für ein Teil, huh? Was für ein Teil. Yeah.
Dresdner Landstraße. Auch das ist eine super kurvige Strecke, die zum großen Teil durch ein enges Flusstal führt. Das ist ja schon cool, ne? So in unserem Wasser Bett herzudonnern. Die Strecke ist ja der Hammer. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass die so schön ist. Der hat recht, der muss. Schöne Strecke geht im Übrigen über die Dientner Landstraße. Sie ist ungefähr 10 Kilometer lang und bietet wunderschönen Fahrspaß für Motorräder. Das sind aber mal wirklich schöne Strecken. Mann, wie ein tolles Wetter, nicht so viel Verkehr.